Hallöchen, herzlich willkommen bei Tag 6 Elden Ring. Wir wollen das Schloss. Beim letzten Mal ja ganz gut was wegrasiert. Und den guten alten Margit erledigt. Daddy das, was auch immer. Ein paar Tode haben wir schon auf der Uhr, aber wir kommen voran. Schloss Sturmschleier. Mach die Lampe an. So, nämlich. Gut. Ja, wir sind beim letzten Mal direkt hier angekommen und müssen jetzt mal schauen, welchen Weg wir wählen. Wir sind von hier gekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist korrekt. Da drüben ist noch ein Item. Oh Gott, soll ich bei mir hier runtergefallen? Feuerfett mit Kordel. Da unten ist der durchaus ungemütliche Ritter, aber der ist, glaube ich, ganz unten. Das stört uns erstmal nicht sonderlich. Okay. Das heißt, wir haben hier einen Weg mit einem Fahrstuhl, der sich nicht bewegt. Also können wir erstmal nur hier lang. Nun, lass mal gucken. Ah. Alter Vater. Oh. Sehr geil. Okay, das scheint mir recht tief. Dann gehen wir erstmal hier Richtung Vogel. Da sitzt doch einer. Ich seh's doch. Nee, ist klar. Schmeißt erstmal ein Fass nach mir, der stinkt doch. Oh. Zwei ist aber. Alter. Hallo. Alter. Eieieiei, das geht ja gut los, ey. Lass mich da erstmal wieder in die Steuerung kommen. Verrückt. Die Vögel. Woran seid ihr denn so alle drauf gegangen? Ach so, die wollten da runterspringen. Hier können wir runterspringen. Naja, da unten sieht es auch nicht so gut aus, hä? Lass mal erstmal gucken, was hier so kommt. Alles klar, der Vogel hat sich erstmal selbst erlegt und mich fast mit, Schweinebacke. Schmiedestein 2, zweimal. Ansonsten war hier nichts. Ah, guck mal, hier kannst du auch irgendwie auf die Dächer.
Ah, da lag doch ein Item, das habe ich doch gesehen. Lass mal einen Trank nehmen. Alter, ist das riesig hier. Um Gottes Willen, 1000 Wege. Lag da nicht auch was? Jo. Da können wir wahrscheinlich auch runter. Oh Gott. Zur Not können wir uns ja immer wieder teleportieren. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Zum letzten... Ich höre irgendwas. Zur letzten Gnade. Ich wollte schon wieder Bonfire sagen. Was ist hier? Da sehe ich nichts. Kann ich nicht anvisieren? Wird wohl ein NPC sein. Irgendwer marschiert da draußen lang. Moin. Ah. Nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the Lands Between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Zauberer Roger. Da wir es nicht besonders mit Weisheit haben, könnte das schwierig werden. Dem Gutsten hier was ordentliches rauszuleiern, was wir auch verwenden können. Wir haben 7 Weisheit, was echt ein bisschen traurig ist. Aber viel gezaubert wird er nicht. Die Stats, die ich dafür bräuchte, zeigt er mir jetzt nicht, ne? Ne, lass mal stecken, mein Guter. Mehr gibt's da auch nicht zu reden. Von daher schauen wir uns mal weiter um. Hat noch wer versucht, die Leiter hochzukommen? Oh. Hallo. Bürgerkleidung. Oh, das... der große Ritter, den höre ich die ganze Zeit da stampfen, glaube ich. Das könnte wieder ein harter Fight werden. Aber von hier aus... können wir jetzt, glaube ich, nur noch hier lang. Da geht eine Leiter hoch. Oh mein Gott. Nein! Schneller! Oh mein Gott. Ich glaube, er hat uns gesehen, was jetzt nicht ganz schlecht ist vielleicht. Wenn ich den jetzt hier ablasche, wenn der hier hochkommt. Ne, der kommt gar nicht hier hoch. Da unten steht er. Hallo.
glaube, jetzt kommt er hier hoch. Jo. Aua! Ach, der Depp, der fehlt mir jetzt auch noch. Oh shit. Da bin ich wohl. Da bin ich wohl ein bisschen spät gerollt. Alter! Nein! Kommst du hier rein? Kommst du hier nicht rein, oder? Oh, Gott sei Dank. Das ist so eine heilige Stätte hier. Der war aber knackig. Mal ein, zwei von denen wegmachen, dass ich ein bisschen besser lerne, gegen die zu kämpfen. Und mal wieder ein bisschen warm werde. Was ist denn da unten? Wie ist das los? Da leuchtet es auch an jeder Ecke. Wofür ist denn die Leiter hier überhaupt? Ja, hier geht es wahrscheinlich auch nur in die Kapelle, oder? Aber lass mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Sieht nicht so aus. Nö. Ist das cool hier. Ist auch kein Fahrstuhl oder so. Ne, da unten war es dann. Ne? Das ist der kleine Raum. Ja, ja. Okay. Dann schauen wir uns unten weiter um. Guck mal, was hier noch so ist. Finster ist es. Mahlzeit, Knorke. Grüß dich. Ohne 2, nein, ja. Wieder einer auf den Regalen rumgekraxelt. Aber hier kann man nichts machen. So, es geht glaube ich nur hier vorne raus. Was höre ich hier? Oh, da unten können wir einen Schlüssel verwenden. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch welche haben. Oh. 4 Stück, da können wir gerne mal ein paar von durchbraten. Jetzt ist die Frage, springe ich hier runter? Nee, ich gucke erstmal, was hier so abgeht. Da hinten sitzt da schon wieder einer. Erstmal wach machen mit dem kleinen Pfeil. Na? Hier bin ich. Nice. Oh mein Gott, wer bist du denn? Was mache ich mit dem? Schieße ich da Pfeile drauf? Was macht er? Da komme ich wahrscheinlich gar nicht durch, hä? Und da kann ich mich ja draufstellen? Jo. Oh, das macht ja nicht so viel Schaden. Scheint aber nicht an mich dran zu kommen. Beruhig dich. Vor allem
Komm mal bitte wieder dahin, wo ich auf dich schießen kann. Alter, 59? Okay. Alter, willst du mich verarschen? Brauch dringend einen besseren Bogen. Dass ich ein bisschen was auf Distanz mache. Den Rest machen wir dann, glaube ich, im Nahkampf. Aber ich würde ihn gerne ein bisschen was runterballern. Auch wenn es ein bisschen lame ist. Den Pfeiler habe ich noch. Ich habe eh nicht mehr genug. Muss mal wieder welche kaufen, dringend. Aber guck mal, geht, ne? So viel Leben hat er nicht. Den machen wir gleich lecker weg. Wie schalte ich denn die Pfeile um? Oder sind das Bolzen? Ah, komm her. Ich mache ihn nackig. Oder einen Sprungangriff machen, hat nicht so gut geklappt. Oh Gott. Alles klar. Das ging fix. Scheiße. So ein Arsch. Gut, machen wir die 110 voll. Das war so mittelmäßig. Komme ich jetzt am schnellsten da runter? Muss ich wieder an den scheiß Vögeln da vorbei? Die waren auch nicht gerade lecker. Ob ich da durchwaschen kann? Oh ja, sieht gut aus. Oh Gott, sieht nicht gut aus. Die können halt fliegen. Okay. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch mehr dran sind. Jetzt habe ich gerade irgendwelche Seelen bekommen. Der Rittersmann, der ist wieder da, ne? War ja irgendwie klar. Komm ich nicht hinterher jetzt hier, oder? Okay, wo sind meine Seelen? Da drüben liegt noch ein leckeres Item. Das Ding ist echt kacke. Nicht doch. Da geht tatsächlich nur einer, sonst gibt's immer aus. Aua, so langen Arm.
Okay, da kann ich... Nicht gut. Alter. Alter! Du merkst ja die Einschläge nicht mehr, oder? Sein Angriffsmuster ist mir noch ein bisschen... Oh, jetzt muss ich langsam aber mal loslegen hier. Boah! Ja, das war der, der mich am Start gleich weggemacht hat. Das gute Drecksvieh, das gleich den ersten Tod, apropos Tod, 111, verursacht hat. Wow! Gegen den komme ich echt nicht gut zurecht. Der hat ein Angriffsmuster wie ein Heckenpenner. Ganz ehrlich. Ah, jetzt mache ich mal die Vögel hier ganz in Ruhe. Erstmal du hier. Komm mal her. So, weg. Jetzt kommen zwei, was nicht so geil ist. Alter! Ganz in Ruhe. In der Burg war ich auch länger beschäftigt. Ja, es ist ziemlich groß, wie es ausschaut. Ich bin sehr gespannt. Endboss im ersten Lauf. Nice, nice. So, falsche Richtung. Jetzt habe ich hier wieder den Ritter-Dude. Den würde ich... Oh. Moment. Ich kann ein bisschen staggern, den guten. Oh. Oh oh. Na, ich wollte parieren, das war nicht so geil. Alter! Das ist ein langes Schwert, mein Freund. Alles klar, kein Problem. Locker weggemacht, den Dude. Hat er eigentlich was gedroppt? Ei, ist das ein... Puh. Ein schwerer Gang. Weil da der Weg dahin auch ein bisschen kacke ist. Aber der spawnt doch bestimmt nicht nochmal nach der Gude. Weil ich es beim ersten Mal verkackt habe, ne, wo ich die Pfeile drauf geballert habe, ist echt blöd. Aber mit seiner Dreckskombi hat er mich echt überrascht.
Erstmal ihn weg machen. Läuft auch genau auf die Distanz. Ich hab doch nicht gedeckt. Ah, nice. Wozu habe ich mal ein Schild hochgemacht? Hatte ich keine Ausdauer mehr oder was? Der geht mir mega auf den Sack. Warte mal. Es gab ja hier oben. Hab ich jetzt schon den Vogel aktiviert? Nee. Es gab da hier noch einen zweiten Weg, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Dann fing ich noch irgendwo hoch. Hier. Das haben wir auch noch nicht abgecheckt. Lass mal ganz kurz da gucken. Den Spross da, den stinkenden, den machen wir gleich noch. Oh. Hallo. Hat da wer geschossen? Oh. Ja, da hat wer geschossen. Hallo. Attacke. Wurfdolche. Also, der wäre wahrscheinlich easy, der Typ, wenn ich die Pfeiltaktik nochmal machen würde. Müsste ich wahrscheinlich nur mal einen Arsch voll Pfeile kaufen. Dann wäre die Sache im Sack. Allerdings liegen meine Seelen jetzt da unten, aber so viel waren das jetzt auch nicht. Wollte ja nur mal lunzen, wo es hier so lang geht. Was ist er da für ein Fahnenträger? Da sitzt einer. Nein! Scheiße! Oh oh. Er hat erstmal seine ganzen Kumpels wach gemacht hier, der Klappstuhl. Was haben die jetzt für einen Auftrag? Jo, kann ich euch einzeln pullen? Nee, leider nicht. Oh, ihr kommt zu dritt, ihr Schweine. Hä? Ja, steck ruhig dein Schwert wieder weg. Ist kein Ding. Brauchst du nicht. Alter Schwede. Oh, nochmal ein Rühnchen. Da ist einer auf der Mauer lang spaziert. Oh, hier geht's auch weiter. Okay. Gut, im Prinzip ist ja egal, wo ich sterbe. Lass mal gucken hier. Oh mein Gott. Wo kann ich da rüberspringen? Ich könnte auch hier runter, aber was bringt mir das da unten? Ist da ein Item? Warte mal. Und da auf die Holzdächer kannst du auch noch. Mach erstmal hier. Oh Gott.
Hier wird es wahrscheinlich runtergehen. Nicht ein Item, das ist eine, da kommt da wer. Nee. Noch ein Schlüssel, okay. Oh. Hey, die habe ich gesehen, du Schweinepucke. Aber das war ein an. Sieht der nicht anders aus? Der denn da für den Kopf? Ein Stinker. Alter. Was haben wir hier? Oh, mit gekreuzten Beinen dösen. Sehr geil. Gummi, er steigt richtig rauf. Oh. Aber hier komme ich ja nicht drüber, ne? Okay, also geht es in die Richtung ausnahmsweise mal nicht weiter. Was ist da los? Da sehe ich nicht viel gerade. Ah, da unten ist wieder der Raum, in den wir rein wollten, aber von hier ist ein bisschen hoch vielleicht. Erstmal nach oben, ne? Und dann vielleicht runter. Da geht's auch noch rum. Hui. Da waren nochmal viele Gegner. Jo, also hier kommen wir schon mal hoch. Da sitzt einer. Die Vögel werden so lästig, ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ich hatte ja eben auch schon ein paar Schwierigkeiten. Ah, da oben stehen auch noch welche. Warte mal, erst links. Let's go. Aua. Nice. Oh, der andere ist noch nicht mal aufgewacht. Sehr gut. Was hast du so dabei? Ein Pilz. Ja, ja, sicher. Bin gerade vom Fuß geschabt, wahrscheinlich. Soldatenarmbrust. Naja. Zur ganzen Not. Aber beim nächsten Händler darf ich nicht vergessen, mal ein paar Pfeile zu kaufen. Wir haben nichts auf Distanz, was manchmal gar nicht so geil ist. Wenn man gerade bei dem komischen Spross da gesehen hat. Was gibt's denn hier oben? Huh? Vögel. Ah, zwei Federn. Ein Clown-Talisman. Gucken wir uns gleich an. Aber ich muss erst den Ausblick genießen. Um Gottes Willen, wenn wir hier noch überall lang müssen, dann wird's aber spät heute. Hier unten ist der Ritterarsch wieder. Komme ich da rüber? Ja, abstürzen können wir ja schon mal nicht. Zumindest hier nicht. Dann würde ich es mal probieren. Jo. Oh, mehr Vögel. Oh nein. Weißt du noch, was du hier eigentlich alles markiert hast? Oder
Ja, das sind die Punkte, die wir nochmal besuchen wollten da unten, aber das Gebiet müssen wir eh nochmal abgehen. Mach das weg. Okay, hier war es nicht so geil drauf. Hat sich echt gelohnt, hier rüber zu springen. Ist hier eine Leiter oder was? Nö. Okay. Ne, da sehe ich nichts, was uns irgendwie weiterbringt. Dann wieder zurück am besten. Ja, aber nicht rollen. Oh Gott, das war knapp. Lass lieber die Leiter nehmen, wo hier noch was schief geht. Tja, dann war's das hier, ne? Ich glaube, hier geht's jetzt nicht weiter. Kommen wir jetzt von hier aus auch wieder irgendwo sinnvoll hin? Da wohl nicht. Da waren wir. Da drüben ging es noch vielleicht hin. Ist hier was in einer schummrigen Ecke? Nee. Vorsicht vor starker Feind. Na gut, das sind wir ja gewohnt. Und da ist noch so ein Rittersmann. Oder ist das der auf seiner Route? Ne, das ist bestimmt noch einer, der hat ja eine Lanze. Keiner da? Dann snack ich mir mal den Dunkelmiedestein schnell. Oh, da liegen meine Seelen. Ah, guck mal. Gut. So weit, so gut. Wir haben bis hierhin immer so überlebt. Ich würde trotzdem mal kurz hier reingucken vorher. Da liegt doch schon das erste fette Item. Jo. Und erstmal zwei Gegner drin, na klar. Halt, ich höre eine Ratte. Achso, wir müssen uns den Talisman noch angucken. Und den Dolch oder was auch immer das hier gerade war. Holzschild mit Falkenwappen. Okay. Und was hast du? Okay, jetzt haben wir jede Menge. Hier muss eine Ratte sein, die gibt noch einen Sack. Jetzt haben wir erstmal jede Menge zum Angucken. Das eiserne Schleifmesser haben wir gefunden, ne? Ein eisernes Schleifmesser mit verschlüsselter Inschrift dient auch als Messer. Wendet ihr mit einer Kriegsasche eine Affinität an, könnt ihr eine zusätzliche Affinität des Typs schwer, solide oder wertig auswählen. Aha. Dann hatten wir noch einen Talisman, auf jeden Fall. Und zwar den hier, verbessert Sprungangriffe. Ein Talisman mit einem Assassinen und einer Klaue, verbessert Sprungangriffe. Die Assassinen von Ravenhorst sind von Berufs wegen Auftragsmörder. Sie greifen ihre Opfer als Raubvögel gekleidet an. Weiß ich nicht, so richtig geile Sachen.
Verbessert den finalen Treffer von Angriffsketten. Pferd brauchen wir halt hier nicht. Dann würde ich doch den behalten mit den aufgeladenen Angriffen. Zuerst mal. Was hat man noch? Den Dolch, ne? Habe ich hier nicht noch Feinde? Du musst die mal unbedingt auflegen hier, bitte. Die machst du mal weg. Guck mal. Löst Schlaf aus. Können wir den Dicken auch schlafen legen? Das wäre ja cool. Wir legen mal die Knochenpfeile auf. Großpfeil? Ne, die machen wir weg. Chris, kannst du mit deinem Bogen bestimmt gar nicht verschießen. Hätten wir noch ein paar Pfeile. Ja, was quiekt denn hier so? So, warte mal, wo ist denn hier das Ding? War das kein... Doch, hier, der war's. Misericordia. Ein Geschicklichkeitsdolch. So richtig geil scheint. Scheint aber nicht zu sein. Ein von den weißgewandeten Feldchirurgen der Armee bevorzugter Dolch. Die harte und scharfe Klinge sorgt für verheerende kritische Treffer. Mitgefühl ist die oberste Tugend eines jeden Medikus und im Krieg kennt Mitgefühl oft keine Gnade. Hütet euch vor dem Wolf im Schafspelz. Was sich ganz interessant anführt, ein schnelles Manöver durch, mit dem ihr fixierte Ziele umkreisen könnt. Okay. Dann lass mal eben... hallo? Da oben ist irgendwo die Ratte. Oh, da ist er ja. Hallo. Lass mir mal lieber die Ratte in Ruhe. Komme ich außer in den Raum noch mal reinzugehen, komme ich hier nicht raus, ne? Dann lege ich jetzt noch ein paar mehr Seelen dazu, würde ich sagen. Vielleicht kann ich den auch hier irgendwie mit der Tür ein bisschen geiler... bisschen geiler wegmachen, den Dude. Was ist denn hier eigentlich für ein Item? Kommst du hier durch, Dicky? Du kannst hier bestimmt durchschlagen, oder? Aber hier könnte ich mich zurückziehen und vielleicht mal heilen, wenn ich mal Zeit bräuchte. Wie er dem Pfeil ausweicht. Ist das dein Ernst? Jetzt habe ich mal... Oh, 29 Schaden. Die sind ja noch beschissener als die anderen. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie wechsle ich denn jetzt die Pfeile? Hallo? Oh Gott. Durch die Wand, du Arsch. Oh, nee, das ist auch nicht so geil, muss ich sagen. Oh Gott. Entschuldigung. Vor Schreck fast auf, selber drauf gegangen. Also hier die Tür, die bringt mir, glaube ich,
nicht so viel. Okay, das ist ganz geil. Wie oft er schlägt. Hey, sogar der Schrei hat Schaden gemacht. Fünf Stunden später. Ah, weicht aber schon zurück. Ich bin wahrscheinlich auch nur ein bisschen zu ängstlich. Ah, fuck. Ja, der hat mir nicht gelegen. Mann. Eieieiei. Versteckt er sich hier vor der Säule, an der Säule wie so ein... Okay, da war tatsächlich ein bisschen eklig. Hochlandaxt. Oh. Ja, moin. Ich höre was. Da oben latscht noch einer lang. Halt, du siehst mich nicht. Ich versteck mich hier an deinem Tisch. Oh verdammt. Ich fürchte, er wird mich hier hinterm Tisch wohl sehen. Hallo? Nice. So, mit Tränken ist jetzt leider nicht mehr so weit her, aber immerhin haben wir den dicken hier unten weg. Das ist ja schon mal viel wert. Oh Gott, aus welcher Richtung bin ich jetzt gekommen? Von da hinten, ne? Zu viele Türen. Ist hier noch irgendwo ein Gegner? Ich meine Lampe wieder nicht anhab, ne? Da sind ein paar Hunde. Dafür ist ein Pfeil sehr angenehm. Seid ihr nur zu zweit, ihr Hunde? Hallo. Jetzt hast du mich gesehen, ne? Ja, nice. Feini! Oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Hui! Alter.
Uiuiui. Der arme Riese. Ist auch echt ein hässlicher Vogel. Was passiert denn jetzt, wenn ich mir das Item da nehme? Anvisieren kann ich den nicht. Aber der hat schon einen Fuß weniger und einen Arm weniger. Den müsste ich eigentlich schaffen. Was zum Teufel ist das hier für eine Leichengrube? Ein Klumpen Fleisch. Ey, lass den doch hier. Goldene Rune und... Andenken der Puppen? Wait, was ist das Andenken der Puppen? Und wo werde ich das finden? Hier. Auf rotem Samt gebettete Brosche. Ein Andenken der Puppen, die für die Verpflanzung geopfert wurden. Schwach sichtbare Geister scheinen etwas mitteilen zu wollen. Doch ihre Stimmen sind nicht zu hören. Hallöchen, Aljena. Schön, dass du es noch geschafft hast. Wir schlagen uns durchs Schloss. Mehr so schlecht als recht. Kann ich den nicht bedienen hier, den Hebel? Achso, der ist unten der Fahrstuhl. Alles klar. Jawohl, das ist nice. Das ist hier der in der Ecke gewesen, den wir nicht betätigen konnten. Wir haben keinen einzigen Heiltrank mehr, also müssten wir uns eigentlich hinsetzen. Außer die Flasche der wundersamen Arznei. Aber dann sind die Gegner alle wieder da, ne? Ja, egal. Komm, lass mal ein bisschen aufleveln vielleicht. Weiß gar nicht. Kann man schon Level leisten? Bestimmt. Ah, müssen wir aber 1000 Runen uns nochmal ausquetschen. Warte. Was haben wir denn hier so? Alter Schwede. Warte mal, die kleinen waren 200. 400, 800... Ist die Vierer eine Tausender? 1200, das geht aber, komm. Dann gönnen wir uns direkt noch... ich würde gerne noch ein bisschen mehr Leben haben an sich. Schaden kann es nicht. So. Okay. Zumindest hat man Shortcut freigeschaltet. Das ist ja schon mal ein bisschen was wert. Dann würde ich sagen, wir nutzen den auch gleich nochmal. Ist die Frage, ist der Spross, der ist jetzt nicht wieder da, oder? Nee. Nee, sieht nicht so aus. Sehr gut. So, dann lass noch mal die Richtung abchecken. Oh, ach du Scheiße, hier waren ja die Hunde. Hier waren die Hunde, hier haben wir alles. Hier waren die Schlüssel, da ging es auch nicht weiter. Hier war die
Figur, wo man die Schlüssel reinstopfen musste, so rum. Also müssen wir hinten durch. Jetzt einmal noch hier rein. Was sagt er mir hier? Herauslocken und Zeit für Fernkampf? Was? Da oben steht jemand. Ich glaube bestimmt da hoch, oder? Von wegen verdorbener Fahrt voraus. Direkt mal schlecht bewerten die Nachricht. Okay, was geht hier wieder ab? Hier ist der Dude, ne? Da steht er doch. Hallo. Die Frage ist, wie kann man denn an das Item... Er ist ja auch nicht, oder was? An das Item dran, was über diesem verpflanzten Spross war, in einem anderen Raum, in dem großen. Das da. Wie kommt man da hin? Ist da eine Tür, dass man da irgendwie... Muss ein bisschen aufpassen, irgendwo waren hier noch Gegner, ne? Da hinten. Hä? Ich sehe da oben keine Tür. Doch, da. Wie kommt man direkt hier drüber? Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Vielleicht finden wir noch irgendwie einen Weg. Ah, hier ging es noch raus, aber ansonsten war hier nicht mehr viel. Und da draußen ist, glaube ich, nicht gut Kirschen essen. Hier sind irgendwie 10.000 Leute. Oh. Alter Schwede. Wir haben 320 Seelen. Wollen wir mal gucken, was passiert? Nein! Ich habe daneben gehauen. Okay. Das sind viele. Erstmal ein paar Items absnacken. Wow! Der hat einen Flammenwerfer, scheiße. Gut, er hat aber seine eigenen Leute auch mit verheizt, ne? Vielleicht kann ich die da vorziehen irgendwie. Ich war ja schon 113 Leute.